Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Metroid Fusion. Wir sind jetzt zuletzt stehen geblieben. Auf dem Weg, den Ursprung dieser Ranken ausfindig zu machen. Oh mein Gott, ich hätte nicht triggern dürfen. Aber gut. Da ist schon ein bisschen Heal angekommen. Okay, laufen wir erstmal hier lang. Beziehungsweise wir können eh noch keinen Weg mit Schleuse laufen. Das heißt, es wird sich sowieso empfehlen. Einfach mal straight zum Ziel zu laufen. Leider weiß ich nicht, wo das Ziel ist. Okay, hier oben ist ein Weg, den merken wir uns ganz kurz. So, dann ist da noch ein Weg und... Okay, hier ist die erste Schleuse, das ist gut. Je mehr Schleusen wir finden, umso besser. Dann wissen wir schon mal, wo wir nicht hin können. Okay, hier ist ein Viech, da kommen wir wahrscheinlich dran, wenn wir von der anderen Seite kommen. Ja. Ja, es scheint mir so, als ob wir hier lang müssen. Ups. Als ob müssen wir. So, super Deutsch. Ich weiß, ich bin ein Genie, was das angeht. Okay, perfekt. Super duper, das bedeutet natürlich auch, dass wir jetzt einen Gegner oder irgendwas bekämpfen müssen. Einfach schießen. So. Nochmal die Sporen kaputt machen. Oh mein Gott. So. Immer ganz brav weiterschießen. So, perfekt. Leute, wir haben noch ganz viel Schüsse. Das ist ganz gut. Was ist das? Ach so, das sind die mit dem Auge. Der kann aber auch schießen. Okay, das ist gar nicht gut. Okay, okay, wir kriegen den gleich down. Wir kriegen den gleich down, Leute. Ohne zu sterben, ohne zu sterben. Oh mein Gott. Puh. Plasma-Beam einsetzbereit. Beam durchdringt nun Gegner. Das ist super nice. Leute, diese Fähigkeit ist wirklich ultimativ nice. Durch den Plasma-Beam schießen wir gefühlt 100 mal schneller. Und anscheinend können wir jetzt ein paar Sachen schneller machen. Nice. Leute, diese Fähigkeit einfach hier auf die Probe gestellt zu bekommen. Super nice. Okay, hier könnte sogar sich was verstecken. Okay, ist nichts. Oh mein Gott. Wir können jetzt einfach ruhig durchschießen. Okay, wir sehen aber, die Ranken sind alle weg. Alle weg. So, wir wollen hier nochmal speichern. Bevor wir oben jetzt weiter erkunden, weil oben haben wir jetzt auch noch ein Gebiet, was wir erkunden müssen. Gab es nicht links von mir auch noch irgendwo Schleusen? Nee. Okay. Nur hier vorne die. Das wollte ich jetzt nicht. Leute, wir können denn ja die Flügel abschießen. Okay. Puh. So, den können wir ruhig vorbeiziehen lassen. Den auch. Okay, und hier gibt es zwei Dinger. Links lang geht es ein bisschen weiter. Ich vermute rechts lang auch. Aber wenn es rechts lang nur ein Ort ist. Ja, perfekt. Haben wir schon den ganzen Room geklärt, was halt wesentlich schneller geht. So, irgendwie vertraue ich dem Ganzen noch nicht. Wie ihr sehen könnt, hier ist das so eine lustige, schleimige Oberfläche. Das ist aber nicht überall, oder? Ah, wie cool, dass das hier ist. Okay, anscheinend ist dieser Raum echt leer. Weird. Aber gut, dann ist es halt so. Das wird jetzt nice. Psst.
diese Fähigkeit bei mehreren Gegnern anzuwenden, fühlt sich einfach so satisfying an. Weil die das auch so extrem verdient haben. So, Powerbomb. Das Gebiet kennen wir ja sogar schon. Haha. So, und zwar wollen wir jetzt erstmal wieder nach oben. Da ging es gar nicht hier lang. Das ist ja das Interessante. Wir müssen hier unten lang. Ach, ihr Fliegeviecher. Zum Glück haben wir hier vorne noch Regeneratoren und alles. Pipapo, euch wollen wir gar nicht. Einmal regenerieren, bitte. So, Waffen- und Energievorrat vollständig wiederhergestellt. So, speichern, speichern, speichern. Wir merken ja, wir sind ja jetzt schon einmal gestorben. Hätten wir tatsächlich nicht gespeichert, Leute, wir wären echt am Arsch gewesen. Wir hätten locker 30 Kapitel vorher nochmal neu machen müssen. Oder halt mein Safe State nutzen. Sie haben also die Plasma-Beam-Fähigkeit zurückerlangt. Das ist überraschend. Dennoch sollten Sie das Saar-X meiden. Es könnte Ihnen immer noch überlegen sein. Nach wie vor fehlen Ihnen einige Fähigkeiten, von denen Ihr Überleben abhängt. Warten Sie eine Sekunde. Weitere Probleme. Moment. Ich habe die Ursache isoliert. Es gab eine Explosion im Ark-Datenraum. Samus, begeben Sie sich zu Sektor 5. Okay, werden wir machen. Sind die Anweisungen klar? Ja. Die Zerstörung muss enorm sein. Finden Sie heraus, wer dafür verantwortlich ist. Ich finde es sau cool, dass es immer noch Backtracking in dem Spiel gibt und dass es immer noch Spaß macht. Schau dich mal an, wie wir die ganze Map immer weiter erweitern. Das ist eine wirklich coole Sache, dass wir einfach durch diesen Ort hier zu Sektor 2 gekommen sind. Und wir müssen jetzt nochmal backtracken zu Sektor 5. Moment, Sektor 5 ist doch drüben. Ich Idiot. Nice, dann dürfen wir jetzt sogar durch alle Räume jetzt durchrennen. Was eine Ehre. So. Und so. Und da sind wir da. Perfekt. Leute, Leute. Ich bin einfach so froh. Ich finde es halt einfach so cool designt, dass hier immer noch in Sektor 5 jetzt einfach... Wir müssen jetzt unsere neue Fähigkeit wahrscheinlich sogar einsetzen. So, nochmal kurz erfahren, was genau passiert ist. Es ist noch viel schlimmer als befürchtet. Die Verwüstung wurde von einer Kreatur angerichtet, die Forscher einen bezeichnenden Namen gaben. Nightmare. Es handelt sich allen Anschein nach um einen biomechanischen Organismus, der militärischen Zwecken dienen sollte. Es verfügt über ungeheure Kräfte und kann sogar die Schwerkraft beeinflussen. Wir müssen annehmen, dass es zu einem X-Wirt geworden ist. Uns bleibt keine Wahl. Sie müssen es finden und zur Strecke bringen. Leider kann ich es nicht orten. Sind die Anweisungen klar? Jupp. Dieses Monster ist außer Kontrolle. Beeilen Sie sich, ansonsten zerstört es die gesamte Station. Machen wir gerne. So, tut mir leid für das ganze Husten und so. Wir speichern hier vorne nochmal. Nightmare sollen Gegner sein, den man kaum No-Hit schaffen kann. Achso, wir haben sogar schon alles regeneriert. Warum machen wir das nochmal? So. Wow. Okay, wir versuchen mal unser Glück. Geben mal unser Bestes. Und gehen hier direkt mal hoch. Jupp. Ah, tatsächlich, jetzt wissen wir, wer das Ganze kaputt gemacht hat. Jetzt haben wir es ja erfahren. Es ist ein Nightmare. Okay, hier kommen wir nicht vorbei. Das Coole ist, wir können hier trotzdem durch die ganze Gegend springen. Okay, oben lang ist komplett falsch. Fehl am Platz. So, auch hier. Aber hier ist diese rote Tür endlich kaputt. Was uns natürlich ermöglicht, hier weiterzulaufen. Ups. Ach so, ja, die können ja gar nicht eingefroren werden. Und können auch nur von dem Hit getroffen werden. Moment mal. Okay, ich verzichte einfach auf die Gegner. Die sind mir ein bisschen zu stressig. Wir kriegen jetzt schon zu viel Schaden. Hier geht's auch nochmal weiter. Der hat sich anscheinend... Oh, hier geht's auch nicht weiter. Der hat sich anscheinend seinen kompletten Weg gebahnt. Nein! Da gab's etwas, was ich sehen wollte. Oh mein Gott, im Wasser sich zu spinnen. Das geht nicht mal, oder? Das geht nicht mal. Nein! Ich wollte diesen Secret Way haben. No! Wir haben jetzt keine Möglichkeit mehr. So. Was? Der hat sich einfach zum Fisch entwickelt? Was soll das denn?
Okay, das ist gruselig. Powerbombe am Start. Let's go. Okay, wir müssen hier einfach komplett durchrennen, aber dafür muss das Wasser erstmal abfließen. So, gib mir diese Fähigkeit, damit er sich nicht entwickeln kann hier oben, weil das macht es nur komplizierter. Oh mein Gott. Das Wasser muss abfließen. So. Okay, wir können Stufe für Stufe hoch. Und perfekt. Ich finde es so komisch, dass wir das im Wasser nicht anwenden können. Pappalapapp, die brauchen wir nicht. Wir haben schon viel zu viel Schaden nur an denen bekommen. So, hier wahrscheinlich mit Rennen. Jop. Okay, das wird ein bisschen komisch, aber machbar. So, wir wollen von hier komplett durchrennen. Einfach nur durchrennen. Reicht das überhaupt? Können wir überhaupt so durchrennen? Wir können hier gar nicht durchrennen. Wenn wir das Wasser nicht wegmachen. Okay, schauen wir mal nach. Wir haben aber keinen anderen Ort mehr, an dem wir können. Wir müssen da durchrennen können. Aha. Aha. So, hier geht es anscheinend noch weiter an sehr, sehr viele Orte. So, wir wollen erstmal hier lang. So, die kriegen wir easy besiegt. Und wir kriegen sogar noch den Ort aufgedeckt. Nice. Genau sogar das, was wir benutzt haben. Ein Powerbomb-Container. So, lustigerweise könnten wir uns sogar hier ein bisschen hochhealen. Das war echt close. Oh mein Gott. Das war echt close, dass ich da keinen Schaden gerade bekommen habe. So. Machen wir das alles mal. Wir wissen ja nicht, wann der nächste Regenerator kommt. Und es ist halt Free Loot. Ich meine, so schwierig ist das jetzt nicht, eine Powerbombe zu setzen, 2-3 Maus ins Screen raus. Wir wollen aber ungefähr 5 Stück behalten, würde ich vorschlagen. Oder 6 Stück machen wir mal. Weil so viel Heal brauchen wir dann auch nicht. Nur so, dass wir nicht notfalls einfach random sterben. So, es gibt einmal hier den Weg. Und oben den Weg. Ich werde erstmal gucken, ob oben vielleicht eine Speicherstation oder vielleicht doch ein Regenerator ist. Ja, Speicherstation. Das sieht doch ganz befriedigend aus. So, speichern. Speichern abgeschlossen. Yay. Okay. Und dann wollen wir hier nochmal nach unten. So. Können wir nochmal dasselbe machen. Das ist sogar ganz nützlich. Dann kommen wir doch noch auf unsere 5 Powerbomben. So. Ups, ich wollte gar nicht so komischen Jump machen. So, hab ich dich? Und? Nee, das war sogar gut getimed. Ich darf hier nicht zu früh springen, nicht zu spät. Das kann doch nicht sein, oh. Wow. Oh mein Gott. Wollte gerade schon. Komm schon. Dankeschön. So, perfekt. Wir sind full life. Und wir haben noch einen Energietank. Nein! Ihr könnt mich mal, Spiel. Ihr könnt mich mal. Das ist Nightmare. Der Gegner ist gar nicht so nett. Also wirklich gar nicht nett. Okay, und wir wollen jetzt versuchen, hier vorne dieses Ding kaputt zu machen erstmal. Okay. Die Schwerkraft und alles ist anders. Wer merkt, oh mein Gott. Bringt das hier eigentlich was? Ne, wir können auch nicht piercen. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie gesagt, der Gegner ist really nervig.
Komm schon. Okay. Jetzt nur noch wichtig, dass wir halt sein Gesicht öfters mal angreifen. Oh mein Gott. Wir werden hier sterben. Ich sehe es schon kommen. Wir können da gar nicht so viel machen. Wow. Wow, okay. Ja. Nightmare, wie gesagt, gar nicht so einfacher Gegner. Wir haben auch ziemlich viel Schaden an ziemlich vielen Stellen bekommen. Leute, Leute, ich sterbe hier immer öfter. Die Gegner hier werden aber auch immer krasser und krasser. Aber wir haben eine positive Sache. So, her damit. Wir haben eine positive Sache mitgenommen. So, hier konnte man nicht weiter, genau. So. Und zwar wird das der Energietank hier am Rand sein. Den werde ich mir nicht nochmal nehmen lassen. Ach, den können wir uns nur nochmal nehmen lassen. Okay. Schade. So. Hier ein bisschen vorsichtig sein im Early anscheinend. Wir dürfen im Early nicht zu viel Leben verlieren. Wow. Moment, ich habe nicht mal Schaden bekommen? Ich dachte, ich hätte Schaden bekommen. Okay. Und schon hat er die Fähigkeit aktiviert. Nein! Komm schon, drei Balken sind okay, aber nicht mehr. Okay, wir haben es geschafft. Meine Güte, wie will man denn da keinen Schaden bekommen? Oh mein Gott. Leute, ich weiß es halt nicht mal. Okay, jetzt meine Frage. Wo soll ich denn bitte hin, damit ich keinen Schaden bekomme? Okay. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wir schießen jetzt so lange drauf, bis wir nichts mehr haben. Okay. Puh. Der ist anscheinend besiegt. Aber wie gesagt, ein No-Hit ist hier fast unmöglich. Nein. Leute, Leute, das kann doch nicht sein. Okay. Wir haben es aber fast gemeistert. Wir haben es fast geschafft. Wir können den gerne nochmal diese Folge versuchen. Oh mein Gott. Nightmare, du bist ein... Oh mein Gott. Wir haben nur eine Powerbomb verschwendet. Moment mal, apropos Powerbomb. Bringt die eigentlich was gegen den? Bei den meisten Gegnern bringt das nichts. Aber hier könnte es vielleicht sogar was bringen. Wow. Weil die meisten Gegner müssen ja erst ihre Schwachstelle zeigen. Aber der zeigt ja seine schon die ganze Zeit. Nur hinter seinem Körper, halt hinter seinem Schutzschild. Okay, hier müssen wir gucken, ob wir... Nee. Schade, Marmelade. Ich dachte, das funktioniert doch. Okay, schauen wir mal ganz kurz, ob Powerbomb was bringt. Okay, der wird gleich aktiv. Zu früh. Okay. Bringt anscheinend nichts. Oh mein Gott. Komm schon. Wow. Okay, jetzt scheint es fertig zu sein, Leute. Und go. Jetzt nur gut Schaden drücken. Okay, und hier jetzt einmal gar keinen Schaden bekommen. Was will ich denn hier machen? Okay, wir werden hier sogar nochmal sterben. Oh mein Gott, weil wir jetzt nicht ausweichen können. Ja, okay, Leute. Dann würde ich vorschlagen, wir sind ja öfters mal gestorben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und bis demnächst. Ciao.